willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Und ihr seht schon, das sind ein paar Partyspieße. Und die sind fürs Osterbrunch, was wir dieses Jahr machen werden. Ja, wir haben ja Kontaktbeschränkungen. Nichtsdestotrotz, meine Schwiegereltern wohnen halt direkt hier mit auf dem Grundstück. Wir haben aneinander gebaut sozusagen. Wir sehen sie jeden Tag. Ich werde in der Schule zweimal in einer Woche kann ich mich testen lassen. Und wir haben, wie gesagt, wir sehen uns jeden Tag eh. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und wir essen halt auch immer mindestens ein- bis zweimal die Woche gemeinsam Mittagessen. Und von daher wollen wir dieses Jahr mal wieder einen Brunch machen. Das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht und hat uns sehr gut gefallen. Und da hatte ich andere Spieße, Partyspieße gemacht, weil wir wollen wieder mit Pancakes und Apfelkompott. Dann wird es Würstchen geben, es gibt Speck, es gibt Rührei, es gibt Obst aufgeschnitten, es gibt Gemüse frisch aufgeschnitten, es gibt verschiedene Brot- und Brötchensorten und Croissants und Schokobrötchen und ein bisschen Dip, ein bisschen Lachs und Aufschnitt und Käse. Also wirklich mal in den vollen, aus den vollen schöpfen. Und wir haben uns schon ein paar Blumentöpfchen besorgt, so kleine. Dann haben wir, ich wollte gerne solche hellgrünen Servietten, wollte ich noch gerne haben. Es gibt Teelichter dazu. Dann wollte ich damit eigentlich einen Osterstrauß und noch mit ein paar Ästen, wo dann ein paar Ostereier rankommen. Und ja, ich habe da so bestimmte Vorstellungen. Die Serviettenringe muss ich noch mir was überlegen. Und dann bekommt ihr dann einen kleinen Osterhasen raufgestellt auf dem Teller mit Serviette und so. Also ich mache davon aber ein paar Fotos, falls den irgendjemand was davon gerne sehen möchte. Ich wollte euch jetzt aber gleich einmal mitnehmen, dass wir einen von diesen Spießen gemeinsam machen. Diese hier habe ich schon fertig gemacht und das war der erste. Das ist mit einem Zahnstocher. Die sind halt ein bisschen kürzer und ein bisschen schmaler. Das andere sind nämlich Schaschlikspieße. Bis auf den habe ich auch noch so gemacht. Aber die vier sind mit Schaschlikspieße gemacht. Und da habe ich, die Bienen fand ich so niedlich. Und von hinten habe ich es nur so abgeklebt. Die Männer sehen dann, die sitzen auf der Fensterseite. Das heißt, das leuchtet dann so ein bisschen durch. Das schimmert trotzdem durch, dass es zwei Bienchen sind. Den Hasen sehen sie nicht. Aber mein Schwiegervater und mein Mann sitzen auf der Seite. Die haben es nicht unbedingt so mit Deko und wir anderen, wir Frauen können das und Mädels, wir können das sehen und das ist doch in Ordnung. Und ja, ich habe also den zuerst gemacht, einen Hasen mit dem Ei und dann habe ich die zwei Bienchen waren noch fertig koloriert. Dann habe ich nochmal von Gerda Steiner Designs die zwei Häschen genommen, die finde ich ganz süß. Davon werden wir jetzt gleich auch noch einnehmen. Und dann habe ich den von Clearly nochmal verwendet. Die sind auch alle jetzt mit den Spektrum Noir koloriert. Das werden wir auch gleich noch machen. Hier habe ich nur ein Bienchen und ein Osterei. Ein Osterei, das hier. Und ein Bienchen rangemacht und dann mit dem Schaschlikspieß. Das ist doch ein bisschen länger. Das kann man dann zum Beispiel in die Butter reinmachen. Streichbutter und ja, hier sind nur eine Biene und zwei Ostereier drauf. Hier hat der Hase gute Laune. Ich hätte auch Küken und Schafe und alles, was so zu Ostern passt, aber diese Motive habe ich mir jetzt einfach überlegt. Wir haben jetzt 6 Stück fertig und wir machen gleich einen, wie gesagt, gemeinsam mit dem Schaschlikspieß. Dafür brauchen wir diese Umrandung. Das ist vom Action tatsächlich diese Stanze. Ich habe gedacht, warum immer irgendwelche anderen Stanzen nehmen. Ich habe den ausprobiert und fand den wirklich gut. Ich habe gedacht, super. Hier muss ich das gleich noch rauslösen. Ausgestanzt habe ich das schon. Dann hat meine Tochter gesagt, Bienen findet sie nicht so gut, weil sie eine Bienenallergie hat. Wie wäre es dann mal mit dem Schmetterling? Den habe ich mal bei Teddy gekauft, dieses Stempelset für 2 Euro. Da werde ich mir gleich noch einen Schmetterling aussuchen. Und dann habe ich ein bisschen Folie, da gibt es einen dünnen Streifen. Und dann werden wir da noch einen Schmetterling oben rausfliegen lassen, sozusagen. Dann habe ich mit dieser Kreisstanze noch einen 4,5 cm Kreis ausgestanzt, der dann den Schaschlikspieß von hinten verdeckt. Ich mache da, werdet ihr im Video auch sehen, ein bisschen Kleber, klebt das, versuche es festzukleben. Damit es aber mehr Sicherheit hat, mache ich mir selber immer nochmal Tesafilm drauf und dann wird das draufgeklebt, dass es verdeckt aus, so verdeckt wird.
Und dann, wie gesagt, Schmetterling und ich vermute mal, dass wir den hier nochmal nehmen. Den finde ich total süß. Ich könnte auch den nehmen und dem eine Möhre in die Hand drücken. So, das könnten wir auch machen. Oder ein Luftballon geht natürlich auch, warum nicht? Aber da kriege ich natürlich keinen Farn irgendwie hin. Da kriege ich ja nichts reingedrückt. Na, ich vermute mal, wir werden den nehmen. Und genau, das machen wir dann gleich gemeinsam. Er wird auch noch koloriert und ausgeschnitten. Aber ich fand die Idee mit diesem, dass die so rumfliegen und dann so auf dem Buffet mit draufstehen. Ich finde das schön. Ich finde es irgendwie total süß. Und bin auch in dem Farbton geblieben, wie man sehen kann. Außer der war schon nochmal ein Rest und der auch von noch auskolorierten Sachen. Und den Hasen mit der Möhre, den finde ich immer noch super schön. Da habe ich noch zwei Herzchen über gehabt aus meiner Box mit übergebliebenen Stanzteilchen und habe gedacht, der mag Möhren halt gerne. Das ist auch nochmal so ein Hingucker. Es ist Ostern, es ist bunt und das darf es auch sein. Und deswegen, ja, ist das so schon mal vorbereitet und wir werden jetzt gleich mit Musik ein komplett in Echtzeit sozusagen gemeinsam machen. Und ich hoffe, ihr habt dabei ein bisschen Freude und könnt es euch nochmal genau ansehen. Falls ihr dann, wenn Schwiegereltern jetzt zum Beispiel nicht da wären würden, mein Mann und meine Tochter und ich zu dritt, würden wir das auch machen. Aber wahrscheinlich bräuchte ich da nicht ganz so viele Spieße, weil meine beiden anderen, meine Tochter und mein Mann, die essen zum Beispiel überhaupt keinen Aufschnitt oder Käse oder sowas. Da würde ich eher mit Mini-Pizzen und Pancake und Würstchen und Rührei und Speck eher punkten und mit Nutella. Und von daher passt das aber trotzdem, dass wir das jetzt so gemeinsam machen. Und ich freue mich auch schon drauf. Und ja, wie gesagt, Fotos wird es dann bestimmt auf meinem Blog geben von dem Brunch. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim gemeinsamen Gestalten eines Osterparty-Spießes, Deko-Teil. Und ja, bis zum nächsten Video dann.